Zusammengedrückt hat er es. Wir müssen das essen. Weißt du, wie grusig wird das? Pancakes. American Pancakes. Die dicken, fluffigen. Wir reden nicht von Crepe, ich hätte gerne Pancakes. Das ist so etwas, was ich immer rausgeschoben habe, zum Lehren machen. Pancakes. Mache ich eigentlich viel. Let's go, Bro. Alter. Wie will ich das machen? Machst du mir bitte einen Pancake. Pancakes, ich ja. Sehe alle Sachen, die ich nicht kann. Ja, da tun wir mal ein bisschen Mehl rein. Das ist auch etwas, was ich überhaupt nicht gerne habe. Das isst du auch nie. Ja. Ich nie esse ich das. Ich tue Milch rein. Auf jeden Fall wird da so ein Ei reingetatscht. Bananen. Das könnte man rein tun, muss man aber nicht. Wer kennt es nicht? Sonntagmorgen ein paar Pancakes freestylen. Weißt du, wer kennt es nicht? Du? Ich kenne es nicht. Ich weiß gar nicht, was Pancake genau ist. Ja. Alle Leute schnorren immer so davon, als wäre das etwas völlig Normales. Ich weiß gar nicht, was das genau ist. Es kommt Mehl rein. Es kommt auch ein bisschen Zucker rein. Überall, wo Zucker ist, kommt Salz und umgekehrt auch. Der braucht jetzt, wenn mich fragst, und mich fragt man gerne mal wegen so Kochsachen, dann würde ich sagen, braucht jetzt ein Ei. Drop. Du siehst das Pancake vom Jahr 1000 hier. Pancake. Das ist so etwas völlig überbewertet, das eigentlich gar nicht mehr gerne ist. Natron, Backpulver, damit sie schön fluffig und gross werden. Wann tut man eigentlich Backpulver und wann Hefe verwenden? Kannst man das Hefe bei Brot, Backpulver bei Süßgebäck. Oh, das wird ja wirklich teigig. Wow, das erste Erfolgserlebnis, es wird wirklich ein bisschen teigig. Mhm, Hammer. Ich sehe schon den Pfannkuchen sich formen. Jetzt bist du mal ruhig einfach. Ja, Mann, ich werde hier so bloßgestellt, es tut mir leid. Nachher ungefähr so und dann das so drei. Nein, es dünnt schon so nach Stück, hast du gehört? Ja, es dünnt. Es darf keine Klumpen, du musst eigentlich recht gut und lang musst ihn swingen. Bring den Herd auf den Tisch, mein Ski. Siehst du die Bubbles hier drin? Those are good signs. Yeah. Und jetzt will man es nicht zu fest schlagen. Jetzt ist es gerade gut. Let's go, Mann. Aber ja, so sieht es besser aus. Ein bisschen flüssig, dann wird es hart, dann müssen wir es noch flippen. Oh, fuck! Zucker. Zu wenig süß. Keine Ahnung, das ist Hochbrot. Halt einfach ein Pancake. Für Leute, die allgemein kochen, lasst die Pfanne zuerst ein bisschen warm werden. Nicht gerade fresh das Öl rein und dann die Zwiebeln rein. Der Shit muss ein bisschen brutzeln, Mann. Nein, das wird so scheiße. Ich habe so keine Lust auf das. Also, ich bin mega stolz. Es sieht aus wie ein Blümchen. Du hast viel Fantasie. Findest du nicht so? Ich sehe jetzt aus wie ein Kotzlachen. Oh, shit, Alter. Du kannst schon sehen, das ganze Set. Maschine. Also, das ist jetzt unser Versuchchen. Ich habe legit Bock drauf. Schmeckt fein. Schmeckt super. Ich habe richtig Lust auf Pancakes machen selber. Kann ich off-cam einfach nur einen Pancake machen für mich? Das ist der Style von Livio Carlin. Hier mit der Gabel in eine beschichtete Pfanne. Die Pfanne geht kaputt. Ja, das ist jetzt das, Mann. Der Dawil. Dawil. Panberry Cakes. Ein Amis-Busch. Ein Gruß aus der Küche. Danke. Es ist wirklich noch fein. Es ist sehr fein. Voll ist ihm. La Nebira. La Nebira. Die Pancakes. Ich würde am Sonntag mal vorbeikommen. Das ist das Dino. Schmeckt wie eine Omelette. Wie eine Omelette? Ja, eins zu eins wie eine Omelette. Mm. Fix, oder? Voll. Einfach eine Omelette. Omelette mit Berries. Mm. Ist es ein Snap? Is it worth a snap? Ich kann aber nicht snappen. Ich kann es nicht. Aber es ist geil. Pancakes, meine Führer. Livios Pfannkuchen. Immer frisch zubereitet mit Zutaten aus der Region. Ein guter Pablo Vöckli. Ein guter Livio Carlin. Hey, also komm. Man kann auch übertreiben. Hi, ich bin Livio. Ich kann mega gut kochen. Ich bin mega lustig. Gacki Furzwitz, Pimmelwitz. Ich sehe mich bowling, they hate it. Ba-da-ba-d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 a